Ich bin der König der Welt. Nein, Quatsch. Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir Vault 81, das geheime Vault 81, abgeschlossen. Und jetzt befinde ich mich auf der Pridevine. Und wir gucken mal, Wenn es tot aussieht, ob ich solltest du mit hier Sicherheit noch eine irgendeine Chance Quest machen haben. kann. Ich kann mit Paladin Danze wahrscheinlich immer noch nicht hier irgendwie so reden. Ja, ich habe deine Patrouille gefunden. Weil update-mäßig und so ist nichts passiert. Fallout 4. Also ja. Aber hier gibt es auch irgendwie keine Mission oder so. Ich spreche mal hier mit dem Anführer, ob der vielleicht was für mich hat. Inzwischen ist Ihnen sicherlich klar, dass unser Erscheinen im Commonwealth kein Zufall war. Wir sind hier, weil Paladin Dances Erkundungsteam eine einzigartige Energiesignatur entdeckt hat. Laut unseren Gelehrten ist diese Signatur ein Anzeichen für einen technologischen Fortschritt, wie ihn nur das Institut erreichen kann. In dem Moment, in dem wir diese Information erhielten, war unsere Mission klar. Das Institut und alle, die mit der Erschaffung der Synths in Verbindung stehen, müssen ausgeschaltet werden. Um jeden Preis. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir allerdings das Hauptquartier des Instituts finden. Ich habe unsere Gelehrten des Commonwealth sorgfältig absuchen lassen, aber sie konnten nichts finden. Ach, ich musste. Hört sich an, als wollten Sie, dass ich es durch die Kanalisation krieche. Es könnte die Kanalisation sein. Ein U-Bahn-Tunnel. Oder vielleicht auch ein alter Vault. Wir haben einfach nicht genug Informationen. Stimmt, ich Ich muss will, dass ja Sie da erstmal rausgehen und Institut zu unseren finden. Augen und Ohren werden. Sie schienen bereits vor unserem Treffen daran interessiert zu sein, das Institut zu finden. Daher bin ich mir sicher, dass Sie sich in den richtigen Kreisen bewegen werden. Wenn Sie einen Gespräch haben wir Weg auch schon mal haben, geführt. irgendwelche Fragen, Ritter? Gibt es nicht irgendwelche Vorkriegsaufzeichnungen über das Institut, die uns helfen könnten? Unseren Aufzeichnungen zufolge ist das Institut aus den Resten einer Vorkriegsbildungseinrichtung hervorgegangen. Dem Commonwealth Institute of Technology. Die Ruinen dieser Einrichtung befinden sich im Zentrum der Stadt. Aber wir haben sie bereits gründlich durchsucht. Die Einrichtung wurde offensichtlich bereits vor langer Zeit aufgegeben. Die Spur endet also dort. Sonst noch etwas, Ritter? Könnten diese Energiewerte, die Paladin Dances Erkundungsteam aufgefangen hat, etwas mit Teleportation zu tun haben? Die Technologie des Instituts ist unserer weit überlegen. Wir wissen es also nicht genau. Es würde allerdings erklären, wieso die Werte immer nur kurz und recht zufällig auftauchen. Ich werde unsere Gelehrten anweisen, unsere Scan-Techniken zu verfeinern, um mehr herauszufinden. Gibt es sonst noch etwas, das Sie fragen wollen, Ritter? Irgendwelche Vorschläge, wo ich als nächstes suchen sollte? Ihr Treffen mit Dr. Amari hat doch die Richtung vorgegeben. Wenn das Institut in der Lage ist, seine Synths zu teleportieren, steht uns ein schwerer Kampf bevor. Es muss einen Weg geben, das Teleporter-Signal zu kapern. Und ihr Geheim, wenn Sie Ausrüstung brauchen, um die Auswirkungen... Okay. Im Moment nicht, Ed. Gut. Also kann ich hier nicht weitermachen. Erstmal super. Dann streichen wir das erstmal, wie sich das Institut finden kann. Dann machen wir, weiß ich nicht, Wassermarsch. Habe ich irgendwann mal zufällig in der Burg bekommen. Und ja. Grey Garden. Habe ich das schon entdeckt? Nee, ey. Das ist ja hier in der Nähe eigentlich. Von dem Anfangsort hier. Also ja. Ja, habe ich mal zufällig bekommen, als ich einfach so in der Burg rumgelaufen bin. Ich habe nicht mal mit irgendjemandem geredet oder so, oder mich hat nicht mal jemand angesprochen oder so. Habe ich einfach nur so, weiß nicht, umgesehen. Auf einmal hieß es Wassermarsch. Ja, wieder dazu. Dann gehen wir von, wo ist denn am sichersten? Vom Polizeirevier Cambridge. Das ist sicher. Für den anderen weiß ich jetzt nicht genau. Arcjet Systems, da waren wir da, glaube ich, mit Dingens. Die Serie X01 Power-Rüstung wurde nach dem Großgeld, sie bietet gegenüber älteren Volk zum erheblich besseren Schutz. Die sieht vollkommen anders aus wie jede Power-Rüstung, die ich je gesehen habe. Jetzt ganz ehrlich sagen. Okay, habe ich noch nie gesehen, so eine Power-Rüstung. Ja, der erheblich besseren Schutz ist die stärkste Power-Rüstung, oder was? So, irgendwie so seltene Power-Rüstungsteile geben wird. Mit Effekten und also was noch. Ja, wer ist das? Das ist nicht Danzen, ey. Sieh dir nur ihre Technologie an. Können wir mit ihnen reden? Das mehr Leute als sonst.
Da sind auch noch Ort, merke ich gerade. Was haben wir denn da? Verbindungshaus 115. Gehen wir da rein. Erstmal wieder hier sidetracken. Ah, schön. Ja, aber wenn ich den Ort hier finde, ne, dann muss ich ihn ja erkunden, ne? Außerdem sieht das nicht so groß aus. Sieht das Haus nicht so groß aus. Und hier sind bestimmt super Mutanten, oder? Hier schon wieder so Kackgitter. Ja, oder Raider. Geile Architektur, muss ich sagen. Aber ich kann doch nicht so nahe an der Bruderschaft irgendwie Supermutanten irgendwie sein. Das wäre doch, weiß ich nicht, das spricht sich doch voll. Da wieder mehr Müll. Die müssen wir also nicht mitnehmen. Boah, wenn ich... Boah. Wie sieht da? Okay. Ich flippe bestimmt aus, wenn ich technische Dokumente finde, ne? Das sieht keine technischen Dokumente. Es ist absolut nichts zu hören. Ja. Noch nicht. Es ist hier ruhig, zu ruhig. So. Geschafft. Geschafft. Und da ist ein Supermutant. Deadeye. Es ist sehr still, oder? Was? Er ist blind. Deswegen Dead Eye. Hast du das gehört? Da draußen, irgendwo. Ich nur verstecken. Na super. Hier schon wieder für eine Falle. Weißt du, hier waren gerade gar keine, ne? Und jetzt habe ich natürlich wieder voll Mist gebaut. Was habe ich hier schon wieder getan? Warum bin ich hier reingegangen? Warum? Irgendwo ist ein Legendärer, habe ich gesehen. Wir sind schon beinahe erledigt. Sehr gut. Was? Curry hat die fertig gemacht. Einer. Was hat er? Entschuldigung. Tötet mich wahrscheinlich, ne? Verdammt, Minen. Ja, ich voll gut, dass man die VTS anvisieren kann. War im dritten Teil, glaube ich, nicht so. Oder? Mutanten Helm. Okay.
Hallo. So, ein Patron. Mehr kritischer Schaden, geil. Sehr gut. War nicht sehr groß, das Gebiet. Hat auch annehmbar viele Gegner. Bin ich zufrieden mit. Kann ich weiterempfehlen. Entschuldigung. Also hier wird es noch weitergehen, aber wir haben schon legendären und so erledigt, ne? Was in diesen Dead Eye auf sich hatte, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich war halt friedliche Leben hier gelebt und ich habe alles versaut. Irgendwie so was. Egal, eine Zeitschrift bekommen für mehr Schaden. Hat auf jeden Fall gelohnt. Dafür, dass das hier so kurz vorbei war. Das heißt ja nicht, dass ich hier... da hier schon Schuss sein muss, ne? Da muss ich noch mehr sein, ne? Na komm. Zum Beispiel noch mal zum Aufschließen. Technische Dokumente. Harry, ich habe technische Dokumente gefunden. Was echt, was gegen Stille, ne? Ne? Mein Gott. Da gehen wir mal ein Spielzeugauto wegen Schrauben. Das ist etwas aus der Zeit vor dem Krieg, oder? Oh. Ich rate, der Terminal war für den Safe, ne? Ich jetzt aber schon geöffnet habe. So. Ah, dann zeig mal. Nears. Games, ne Quatsch. Ah. Races, ne. What? Bah. Free? Nein. Cloud. Schaut's meine Güte. Hamana. Stat. Still. Cool. Sehr gut, cool. Memo für Rede. Außer dass ein Kriegsheld wie Daniel eine Rede von... Wat? Wir freuen uns so sehr, dass ein ausgezeichneter Kriegsheld wie Daniel eine Rede in Concord hält. Wir sollten versuchen, ihn auch hier zu holen. Das zieht immer Leute an und bringt Gelder. Verleihung der Ehrenmedaillen. Geschichten des... der Mr. Gazzi. Wat? Geil. Hier wird der Ding jetzt gemacht. Sind die Türme? Muss ich kaputt hauen. Für XP. Okay. Anscheinend habe ich mal eine Rede gehalten in Concord. Cool. So, neue Tür. Ah ne, etwa die Dings, ne? Die gleiche. Ja. Hey, was zum? Ist auch vollgebracht. Nee, Türme. Oh, hi.
sehe keine Türme. Keine Ahnung, raus her. Ja, 15 Minuten, meine Güte. Wir noch was erreichen hier. Wir auch Wassermarsch machen. Gut, dass wir irgendwie mal so erwähnt worden sind, ne? Und unser Hauptcharakter ist ja ein Kriegsheld. Also Kriegsheld weiß ich nicht, Veteran auf jeden Fall, der im Krieg gekämpft hat. Bevor die Bomben gefallen sind. Was für ein Krieg war das dann? Keine Ahnung. Also da ist zum Beispiel noch ein Häuschen, sehe ich gerade. Ah. Sieht hier so offen aus. Was ist hier passiert? Pigments Visitenkarte. Habe ich doch schon. Ja, das haben wir ihn hier auch noch gefunden. Plünderung Notiz. Ich weiß nicht, was über den. Einer der Karawanenwachen hat gesagt, dass er vor einiger Zeit in Westen Wasseraufbereitungsanlage vorbeigekommen ist. Da könnte sich noch gute Bergungsgut befinden. Wäre vielleicht ein Blick wert. Ich soll nach Schrott suchen, ja super. Okay. Pigman werden wir wahrscheinlich irgendwann nochmal begegnen, nehme ich an. Erstmal kümmern wir uns hier um die Quest. Gut. Ach, da. Die ganze Zeit falsch gegangen auch noch, oder? Oh, das ist ein Ghoul. Vielleicht wie so Erfahrungsspender. Vielleicht zu. Halt auf mich zu schulden. Fuck, stopp. Oder zwei Ghoul, her damit. Nein, nicht Zigarette. Oder? Komm her. So. Sagt der Erfahrungsspender. Jetzt schnell da noch Wassermarsch erledigen, hoffentlich. Oh Gott, da ist ein Auto! Geh da in Deckung, Kumpel. Du bist hinter mir. Du warst nur da vorne. Okay. Kümmern wir uns erstmal um die Quest hier. Die Ghule waren aber auch mal stärker. Sind irgendwie voll die Lachnummer hier in dem Spiel.
So, ach, das ist eine Siedlung. Mit einem Roboter. Auch sehr weit. Ist da Handy? Der Roboter? Wir bringen ja ein paar Mutterbeeren für die Aussaat. Dann landen Kronkorken in deiner Tasche. Also, ab mit dir. Willkommen im Grey Garden, Liebling. Dies ist die erste und einzige Hydrokultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Das ist ziemlich genial. Ich wette, ihr könnt rund um die Uhr arbeiten. Natürlich, Liebling. Unsere einzigartige Hierarchie ermöglicht uns einen dauerhaften Betrieb. Du musst wissen, dass es hier zwei Arten von Robotern gibt. Die Arbeiterdrohnen übernehmen einfache Tätigkeiten und Wartungsaufgaben. Wir Aufseher, also ich selbst, Green und Brown, besitzen komplexe kognitive Prozessoren. Wir sind in der Lage, komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Ein Beweis für die Genialität unseres Erbauers, Dr. Edward Gray. Ich erinnere mich an ihn. Was ist aus Dr. Gray geworden? Wie so viele andere ist er im Krieg umgekommen. Ein schrecklicher Verlust. Robotertechnik und künstliche Intelligenz waren die große Leidenschaft unseres Erbauers. Nur seine Liebe zum Fernsehen war ähnlich groß. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass ich eine recht einzigartige Persönlichkeit besitze, so wie auch die anderen Aufseher. Es ist durchaus üblich, dass Besitzer die vorinstallierte Persönlichkeit eines Roboters verändern. Tja, einzigartig trifft es wohl. Ist nur schwer zu übersehen. Ich nehme das mal als Kompliment, Liebling. Schließlich will eine Frau ja alles andere als gewöhnlich. Kommst du immer näher? Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die du wissen solltest. Sprich mit Green, wenn du Vorräte brauchst. Wenn du Kronkorken benötigst, hat Brown eventuell ein paar Jobs für dich. Ah, da wäre noch eine Sache. Eigentlich eine Frage. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Wasser in der Gegend? Bisschen verstrahlt. Ist doch in Ordnung. Mann, glaub mir, es ist schrecklich. Einfach schrecklich. Geringer Druck, hohe Strahlung. Eigentlich ist es giftig. Stell dir vor, was es mit meiner Haut macht. Haut? Das funktioniert nicht. Ich will mich nicht aufdrängen, aber... Könntest du uns vielleicht helfen? In Ordnung. Wunderbar, einfach wunderbar. Unser Wasser kommt hauptsächlich aus der alten Western-Anlage Süd. Hey, da muss ich doch mit so einer Mini-Aufgabe auch noch hin. Sei so lieb und schau da mal vorbei. Finde raus, was du tun kannst. Vielleicht ein bisschen aufräumen? Ist bestimmt schmutzig. Wenn du es zum Laufen bringst, lasse ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen. Okay. Machen wir das. Muss ich so oder so hin wegen diesen einen Ding. Okay. So, wer hat der Vorräte? Brown? Kronkorken gegen Mutterbeeren. So läuft das hier. Entschuldigung, Mutterbeeren gibt's. Wo ist denn der Green Typ? Das war echt eine geile Idee. Wenn du handeln willst, dann lass uns einen Deal machen. Aufseher Green? Green, mein Name, und Handel steht auf dem Programm.
Bereit fürs Feilschen im Garten? Klingt gut. Spielshow-Moderator, was? Also aber nichts, wie ich gerade sehe. Ich habe eine Mutterbeere. Nimmst du die ab? Kümmer dich bitte um das Wasser, ja? Um Himmels Willen! Aufseher Brown. Bereit, die Mutterbeeren abzugeben? Ja, ich nehme die Kronkorken. Wunderbar. Hier bitte. 2 Kronkorken pro Stück. Ah. Ach, das ist ja toll! Wir lieben es, wenn Besucher kommen. Ich tue eure Mutterbeeren abpflanzen und krieg dafür Geld. So läuft das bei mir, ja. Aufseher Brown. Bereit, die Mutterbeeren abzugeben? Was bietest du mir denn dafür? 2 Kronkorken pro Stück. Ja, ich kann nicht mal feilschen. Ich dachte, ich könnte vielleicht feilschen mit ihm. So, Spielshow-Moderator, warte mal. Boah, ich kann euch alle nicht unterscheiden. Wo seid ihr? Ich weiß, der eine ist grün und so, aber ihr seht. Aufseher Green. Bereits deinen großartigen Einkaufstag zu starten. Du klingst wie der Moderator einer Spielshow. Das ist die korrekte Antwort. Gut gemacht. Ne. Ladies und Gentlemen, sollen wir dem glücklichen Gewinner verraten, welchen großartigen Preis er gewonnen hat? Was habe ich denn genau gewonnen? Hier entlang bitte. Schauen wir uns den großartigen Preis einmal an. Ein brandneues Auto. Green? Ein brandneues Auto. Wow. Wenn du bereits das Neueste in Sachen schicker, atomar betriebener Mobilität besitzt, kannst du dir deinen Preis auch auszahlen lassen. Wie klingen 100 Kronkorken? Ich habe eine Idee. Machen wir einen Deal. Oh, es tut mir leid, du hast dein Glück zu sehr herausgefordert. Ich fürchte, ich kann's. Nun, es war mir eine... Na, danke. Was soll's? Gut, dann. Nächstes Mal geht's dann anscheinend zu der Wasseraufbereitungsanlage. Würde ich sagen. Was ist denn hier oben noch? Hört hier oben. Würde ich sagen, ich beende den Part hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.